Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zum Webinar Wie effizient arbeitet deine PR-Agentur? Zusammen mit Christopher von HQ Labs und Raphael von Aclip. Beide werden sich dann nochmal ausführlicher vorstellen, deswegen ganz kurz auch noch zu mir. Mein Name ist Sarah, ich bin seit mittlerweile über 2 Jahren Teil des Aclip-Teams und da zuständig für den Marketing- und After-Sales-Bereich. Und darf euch heute so ein bisschen durch das Webinar leiten und das Ganze moderieren. Deswegen ganz kurz vorab noch zum Ablauf. Als erstes werde ich noch auf ein paar allgemeine Sachen eingehen. Danach gibt euch Chris seine Top-Tipps, wie ihr keine Zeit mehr mit unnötigen Orga-Aufgaben verschwendet. Anschließend geht Raphael darauf ein, mit welchen KPIs ihr am besten eure PR-Arbeit messen könnt und wie das Ganze funktioniert. Und am Ende haben wir noch genügend Zeit, um gesammelt auf all eure Fragen einzugehen und gegebenenfalls Themen nochmal ausführlicher zu diskutieren. So, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, benutzen wir heute Menti für unsere Präsentation, damit ihr auch interaktiv an dem Webinar teilnehmen könnt. Deshalb möchte ich euch bitten, entweder mit eurem Laptop auf www.menti.com zu gehen oder mit eurem Smartphone den QR-Code einzuscannen. Da könnt ihr dann den Code eingeben, den ihr hier seht, den achtstelligen. Und dann solltet ihr auch eigentlich direkt schon bei der Präsentation vom Webinar landen. So, ich warte mal noch ganz kurz, bis es jeder die Chance hatte, das zu tun. Ansonsten ist der Link auch noch direkt im Chat hinterlegt, kann man draufklicken, kommt man direkt rein. Dann seht ihr da auch schon, also einmal das Herzsymbol könnt ihr klicken, aber man kann da auch die FAQ-Section sozusagen öffnen und da jederzeit Fragen einreichen. Die tauchen dann bei Sarah auf. Und wenn sie gerade zum Vortrag passen, gehen wir direkt drauf ein. Ansonsten haben wir dann schon direkt die Fragen für später. Genau, dann würde ich sagen, springen wir mal weiter. Dann habt ihr links eh immer noch die Anleitung, wie es funktioniert. Und dann würden wir euch gleich bitten, dass ihr in der ersten Abstimmung teilnehmt. Ich sehe schon, funktioniert schon sehr gut. Perfekt, damit wir sehen, ob das Ganze bei euch funktioniert. So, warten wir noch ein kleines Sekündchen, bis noch ein paar mehr werden. Aber ich glaube, es sieht schon sehr, sehr gut aus. Scheint wohl bei allen zu funktionieren. Ich denke, wenn es bei denen fast 40 jetzt funktioniert hat, dann wird es bei den allen, die nachträglich noch dazukommen, mit Sicherheit auch funktionieren. Genau, jetzt wo wir wissen, dass es funktioniert hat, würde ich euch zwei bitten, euch mal kurz vorzustellen, damit auch alle wissen, wer hier bei uns ist. Cool. Möchtest du anfangen, Raphael? Gerne. Also ich bin Raphael und bin einer der drei Gründer des PR-Software-Startups Aclip. Mit unserer Software können relevante PR-Reports für all eure Kunden auf Knopfdruck erstellt werden. Cool, ja. Ich mache einfach mal weiter, ne? Ja. Ja, ich bin Christopher, ich bin einer der Geschäftsführer hier bei HQ Labs. Ich mache das jetzt schon, also nicht Geschäftsführer, sondern ich bin bei HQ Labs jetzt schon seit gut über 6 Jahren und habe da jetzt echt schon auch viele Agenturen und auch viele, viele PR-Agenturen von innen gesehen. Und finde gerade solche Webinare wie heute mal super cool, weil ich da einfach auch unabhängig von Produkten jetzt mal einfach mitgeben kann, was sehe ich so auf dem Markt, was sehe ich auch, was andere vielleicht nicht so gut machen, wo sie sich verbessern können. Und gebe das immer gerne weiter. Und das ist auch so mein Main Topic, grundsätzlich Agenturen zu besseren Agenturen zu machen. Ich versuche es. Und da ist, glaube ich, das Schöne, dass wir einfach dieselbe Ausgangslage haben, beide so unsere unterschiedlichen Nischen, aber wir sozusagen beide eigentlich so das Leben, Prozesse besser machen, optimieren, dass man eigentlich mehr Zeit hat für das, was eben Spaß macht, kreative Arbeit und sich da völlig ausleben kann und vor allem dann eben auch am Ende mehr Wert für den Kunden generieren kann. Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und das ist auch schon die perfekte Überleitung dazu, worauf ich noch eingehen wollte als allerletzten Punkt, bevor wir direkt ins Thema einsteigen. Und zwar hat sich vielleicht der ein oder andere von euch bei der Anmeldung schon gefragt, wie die Kombination aus Eclipse und HQ Labs denn zustande kommt. Und tatsächlich passen die zwei Softwareprodukte bei der Digitalisierung von PR-Agenturen eigentlich perfekt zusammen. Denn wie ihr alle nur zu gut wisst, stecken zahlreiche Prozesse dahinter, bis man so eine PR-Kampagne tatsächlich mal launchen kann. Und eben die ganzen internen Prozesse wie das Projektmanagement, das Zeitmanagement, die Abrechnung und so weiter, wird alles durch HQ Labs perfekt unterstützt.
Und sobald die Inhalte dann einmal live sind, kommt Aclip ins Spiel. Das heißt, mit Aclip könnt ihr eure Erfolge festhalten, messen, mit KPIs ergänzen, automatisiert Reportings erstellen. Und genau, so seht ihr, Aclip und HQ Labs ist die perfekte Kombination für die Digitalisierung von eurer PR-Agentur. Und deswegen haben wir uns heute dazu entschlossen, das Webinar zusammen zu machen und euch gemeinsam Tipps dazu zu geben, wie ihr eure PR-Arbeit noch ein bisschen effizienter gestalten könnt. Und deshalb würde ich jetzt direkt an Chris übergeben, um gar nicht so viel Zeit zu verschwenden, sondern direkt ins Thema reinzuspringen. Ja, cool. Besten Dank, Sarah. Und ich glaube, was uns ja alle irgendwie ein Stück weit eint, ist ja dieses KPI-getriebene. Das finde ich immer wieder spannend, wenn ich auch mit euch spreche, dass das ja für uns alle irgendwie ein wichtiges Thema ist. Wie kann ich irgendwie meinen Erfolg messbar machen? Wie kann ich den Erfolg meiner Projekte messbar machen? Das ist ja das, was uns alle irgendwie immer ein Stück weit rumträgt. Deswegen, gerade wo du es auch nochmal sagst, das Thema KPIs messen, da kam mir das wieder in den Sinn. Ich finde es einfach immer wieder ein cooles Thema. Ja. Gut. Gehen wir mal ein bisschen durch. Wir haben jetzt als Einzelnes eine Frage, was denn so gerade eure größten Painpoints sind. Da würde ich euch gerne jetzt als Zuschauer mal mit reinnehmen. Stimmt da gerne mal ab, was da eure Themen sind. Müsstet das jetzt der Menti machen können. Ich lasse euch einen Moment Zeit. Genau, weil das ist immer super interessant, wo ihr denn, guck mal, ich merke schon, relativ gleich verteilt. Mal gucken, wo wir rauskommen. Weil zu allen Themen habe ich gleich ein bisschen was zu sagen. Und das ist natürlich interessant, wo ich vielleicht nochmal so zwei, drei Hints mehr zu geben kann. Ja, spannend. Ihr nutzt das schon länger, Menti. Ich finde das ein cooles Tool gerade. Ich merke, das gefällt mir. Ja, ist eigentlich echt ganz cool, weil es dann nicht so eintönig ist und nicht so nur einer redet, ja, sondern so ein bisschen interaktiv. Man kann auf die Sachen so ein bisschen eingehen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, cool. Ja, und ich sehe schon, hier zeigt sich so ein leichter Trend ab zu vier größeren Bereichen. Zu denen ich auch gleich allen was erzählen werde. Akquise von Neukunden, Thema CRM, glaube ich, mal ein ganz wichtiger Part. Zeiterfassung ist immer ein Thema, ne? Also das geht ja eigentlich egal, mit welcher Agentur man spricht, das ist ja Zeiterfassung immer ein relevanter Punkt. Deadlines und Budgets und Controlling kann man auch ein bisschen zusammen natürlich sich angucken. Spannend, ja, das trifft natürlich genau das wieder, was wir bei unseren Kunden auch sehen. Spannend finde ich hier eigentlich, gerade Rechnungen hinterherrennen ist jetzt nicht so hoch. Offensichtlich sind da an dem Punkt schon viele gut digitalisiert. Ich glaube, wenn man das vor 2 Jahren gefragt hätte, wäre da noch die Verteilung ein bisschen anders gewesen. Finde ich interessant. Oder die Kunden sind einfach ein bisschen besser geworden in der Hinsicht. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Die zahlen jetzt endlich mal vernünftig ihre Rechnung. Man muss nicht mehr hinterher telefonieren. Sehr gut. Ja, naja, schön. Ja, also gerade auch zu den beiden letzten Sachen habe ich natürlich immer ein bisschen was zu erzählen, weil gerade wenn wir jetzt über das HQ auch sprechen, was haben wir hier für ein Produkt, ist natürlich unser Fokus, was wir beim Kunden auch erleichtern wollen, ist ja ein ganzes zusammenhängendes Produkt für diesen Business Prozess zu schaffen. Und da ist natürlich das, was hinten rausläuft, dass ich halt eben nicht an mein Controlling Excel machen muss, natürlich ein wichtiger Punkt. Aber cool. Ja, vielen Dank erstmal an alle Teilnehmer fürs Abstimmen. Das hat mir auf jeden Fall schon mal auch viel geholfen. Ich glaube, auch einfach mal interessant zu sehen, wo so die Themen bei euch liegen. Vielleicht mal ganz kurz, was sind so die größten Zeitfresser und wie kann man euch da unterstützen und was ist eigentlich so das, welche Painpoints sehen wir da auch, wie kann man die lösen? Ich würde ganz gerne mit euch ein bisschen entlang gehen des üblichen Agenturprozesses. Und ich fange einfach mal vorne an. Also ihr habt es ja auch schon gesagt, das Thema Akquiseprozess ist offensichtlich ein großer Punkt für euch, der ja gerade hier auch zuhört. Sehe ich auch immer wieder, ne? Also ihr würdet euch wundern, wie oft ich mit Agenturen spreche und mit Geschäftsführern und meine Frage, wir machen ja gerade aktuell einen Sales-Prozess, ist, ich habe da so 20 Visitenkarten am Schreibtisch liegen. Die rufe ich dann mal an, wenn ich Zeit habe. So, das ist, man würde sich wundern, wie oft man das noch sieht. Falls sich irgendwer von euch angesprochen fühlt, sorry. genau, aber das ist halt kein effizienter Prozess. So. Also hands down, das wisst ihr, eigentlich wisst ihr das ja auch alle selber, wenn ihr das habt. Aber da sich zu professionalisieren, ist, glaube ich, ein Punkt, der oftmals nicht vorne auf der Agenda steht, wenn man jetzt über das Thema Digitalisierung spricht und wo werden auch Ressourcen rausgeholt. Aber da kann man in der Regel viel auch an Umsatz rausholen, wenn man sich da mal qualifiziert drauf guckt. Mein Quick Win an der Stelle ist im Grunde genommen eigentlich nur, pflegt eure Kontakte, die ihr habt, irgendwie digital. Und pflegt die auch digital nach, also mit einem System, was euch auch da daran erinnert, da wieder ranzugehen. Das ist dann eigentlich egal, was ihr für ein Tool da nutzt an der Stelle, aber da eine Lösung zu haben, die euch da wieder daran erinnert, wieder bei Leuten anzurufen, hilft euch immens, dass da keine Projekte irgendwie links liegen bleiben. Und
meine Erfahrung, dass man sicherlich, wenn man das möchte, 30% mehr an Projekten generieren kann, wenn man denn einen sinnvollen CRM-Prozess hat. Vielleicht da auch nochmal von unserer Seite bloß eine kleine Idee. Also bei uns zum Beispiel so, dass die ganzen Leads sozusagen erstmal eine Absage sozusagen erteilt haben, dann geht das entweder, das ist eine harte Absage, das wird nie relevant sein, oder es passt das Timing einfach nicht. Und dann gehen die quasi in eine Cooling Pipe und werden dann in 6 bis 8 Wochen, kommt dann ein Reminder, da nochmal durchtelefonieren und nochmal sich melden. Ja. Und dann kann da so viel passieren in diesen 6 bis 8 Wochen, vor allem im Agenturumfeld, auch bei den Kunden, der Ansprechpartner kann vielleicht wechseln. Die können plötzlich ein super wichtiges Projekt haben, wo sie eben PR brauchen. Ja. Und dann kommst du da wieder rein. Und wenn das sozusagen immer wieder ein größerer Pool ist aus eigentlich relevanten Kontakten, wo nur das Timing stimmen muss, dann hat man da eigentlich schon einen ganz guten Prozess. Ja, absolut. Und das ist natürlich dann der Königsweg, den du gerade beschrieben hast. Ne? Also da halt ranzugehen und mit der Pipeline, die ich habe, die vielleicht sogar automatisiert zu bespielen, mit Content über die Zeit, bis die dann halt irgendwann, ich sag's mal, reif genug sind, um halt irgendwie ein Projekt zu buchen. Das ist der absolute Königsweg. Sehe ich natürlich auch mittlerweile, wenn ich mal so meine Kunden mir angucke, auch mehr und mehr, weil natürlich gerade so die ganzen digitalen Agenturen und auch die PR-Agenturen, bei der PR-Agenturen sieht man das ja ganz genauso, einfach auch mehr in der Lage sind, mittlerweile solche automatisierten Tools zu bedienen. Deswegen sehe ich da schon einen Weg nach vorne, aber diesen Königsweg so zu gestalten, ist natürlich cool, auf jeden Fall. Ja. Beim Thema Angebote, da sehe ich ganz, ganz klar Potenzial, wenn wir darüber sprechen, das zum einen natürlich mit dem Sales-Prozess zu kombinieren, aber an der anderen Stelle da vor allem zu standardisieren. Gutes Beispiel, erst heute wieder gesehen, Angebote in InDesign schreibend. Die sehen dann vielleicht ganz nett aus und ihr arbeitet auch sowieso viel in InDesign, aber das ist ja kein standardisiertes Angebot, was ich irgendwie in Mengen rausschicken kann. Und gerade, wenn wir jetzt darüber reden, ihr habt vielleicht auch eine automatische Pipeline, die irgendwie durchläuft, dann ist natürlich der Punkt schwierig, dass ich da immer wieder ein individuelles Angebot schreibe, was ich komplett individuell formulieren muss. Das klappt dann nicht. Ne? Also da versuchen eben auf einen Standardangebotsprozess zu gehen, ist da sicherlich ein ganz hervorragender Weg. Werdet ihr sicherlich auch machen, Raphael, oder? Ja, ist bei uns auf jeden Fall so. Manchmal bei größeren Tickets kann es Sinn machen, sich davor zu überlegen, okay, was biete ich dem Kunden konkret für einen Mehrwert, dass man das entweder davor eben reinschreibt oder direkt ins Angebot, aber für alles andere eigentlich Standardangebote vor allem, kann man sich als PR-Agentur ja auch überlegen, okay, haben wir die Möglichkeit, irgendwie so Standardpakete zu schnüren? Weil da kannst du ja dir ganz genau überlegen, welche internen Kosten habe ich ungefähr? Ja. Was mache ich an Marge? Und wenn ich jedes Mal wieder komplett von Null anfange, dann ist das so konfus und so schwer zu wissen, ob die sich überhaupt rechnen, die ganzen Angebote, die ich rausschreibe, oder ob es am Ende krasse Overhead-Kosten sind. Ja. Deshalb da zu standardisieren, kann ich nur jedem empfehlen. Und da habe ich bloß den Eindruck bei manchen Agenturen gehabt, dass man sich halt schnell verzettelt, wenn man alles annehmen möchte. Man sagt, okay, jetzt nehmen wir noch Social Media mit dazu, jetzt machen wir die Website auch noch. Haben die alles noch nie gemacht. Da muss man sich überall neu reinfuchsen, dauert alles viel länger. Wenn man aber sozusagen standardisiert und nach das Portfolio an Angeboten vielleicht ausbaut, hilft das meistens wesentlich. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Punkt. Also ich meine, wenn du schon den Schritt gemacht hast, im Grunde genommen ein standardisiertes Portfolio zu haben von Produkten, die ich halt irgendwie anbiete, wie auch immer die konstruiert sind und wie auch immer man das dem Kunden mitgeben möchte, ist natürlich daraus auch das resultierende Projekt am Ende viel transparenter, vor allem auch intern. Also kann ich natürlich auch zum Kunden transparenter machen, aber auch für mich intern, auch in der Kontrollierbarkeit des ganzen Themas natürlich ganz, ganz entscheidend. Wenn dann halt im Grunde genommen eigentlich immer ein ähnlich abgewickeltes Projekt am Ende rauskommt, ist es ja viel einfacher, da auch einen Projekterfolg dran zu messen. Und es ist halt auch viel weniger aufwendig, dieses Projekt zu erzeugen. Und das ist auch was wir ganz viel sehen, wo halt dann auch Projekte extrem individuell immer aufgebaut werden, wo ich sage, das muss halt kein Mensch so machen. Mein Tipp da an der Stelle, um sich da, glaube ich, auch nicht zu verzetteln, ist erstmal zu überlegen, was ist denn für uns der schlankste Projektaufbau, wenn wir darüber reden, wie wollen wir uns organisieren, und damit mal anzufangen. So. Und da, ich glaube, da können viele noch Performance in der Organisation gewinnen, wenn man die Projekte da nicht overengineert. Das ist so mein Tipp eigentlich an der Stelle. Was bloß einfach macht, aber das geht ja eigentlich perfekt auf den nächsten Punkt über, wenn man das eben einmal konzipiert hat, das Projekt, und sagen, jetzt hier das neue Projekt aufsetzt, weil das Angebot zugesagt wurde, und dann kommen eigentlich schon die ganzen
Tickets und kann man die Aufgaben zuweisen, ja, dann ist ja das Onboarding von neuen Mitarbeitern oder jemanden anzulernen viel einfacher. Man hat ja ganz klare Prozesse, ja, man weiß genau, wie man vorgeht. Natürlich ist das immer individuell auf den Kunden abgestimmt, aber es gibt eben eine klare Linie und ja, man weiß, wo lang man sich entlanghangeln muss. Ja, und vor allem, es ist auch viel, viel einfacher dann, ne? Also da muss ich nicht jede Projektmethode aufs Neue lernen als neuer Mitarbeiter, sondern kann halt, weiß halt, hier laufen halt irgendwie Standards durch und dann ist nach einem Monat das Onboarding vorbei vom neuen Mitarbeiter, was ja dann auch für alle Agenturen eigentlich besser ist, je schneller die halt effektiv ans Arbeiten kommen. Ja. Und auch gerade, wenn wir über das Thema Ressourcen sprechen, also die Frage haben wir ja, auch wenn wir mit unseren Agenturen reden, immer wieder, wann können wir denn irgendwie das nächste Projekt einplanen und wie sieht es denn aus? So, ne? Und gerade wenn wir jetzt überlegen, ihr als PR-Agenturen, auf euch kommen eure Kunden zu und sagen, wir brauchen jetzt hier eine Kampagne für XYZ, eine klare Aussage treffen zu können. Wann können wir das denn hier überhaupt umsetzen? Können wir das überhaupt umsetzen? Oder auch als Agentur zu wissen, naja, vielleicht brauche ich ja Freelancer, um das umzusetzen oder. Dafür brauche ich ja eine einigermaßen solide Ressourcenplanung. Auch wieder da mein Tipp, sich nicht zu overengineeren, aber da mal sich Gedanken zu machen, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und das macht auch schon Sinn. Ich kriege öfters mal die Frage, ab welcher Größe das Sinn macht, sich Ressourcenplanung zu überlegen. Ich sage, das macht Sinn ab 2-3 Leute. Also wenn ich alleine bin, habe ich das vielleicht im Kopf. Aber in dem Moment, wo ich hier, dass ich 2-3 Leute habe, ist das halt irgendwann dann komplex. Und da empfehle ich halt, da sich mal, um da klare Aussagen den Kunden gegenüber treffen zu können, sich mal Gedanken zu machen. Wenn wir auch über die Ressourcen sprechen, ist natürlich das Thema Zeiterfassung, das habt ihr gerade alle angehakt. Ich glaube, dass auch viele von euch da sowieso schon in der Zeiterfassung gut drin sind, aber ich glaube, ich muss jetzt hier kein Plädoyer für Zeiterfassung halten, sondern mein Tipp an der Stelle, versucht es halt allen so einfach wie möglich zu machen. Die Zeiterfassung ist ja für euch eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, um Projekte am Ende bewerten zu können. So, ist das hier erfolgreich gewesen im Sinne von, haben wir hier genug dran verdient oder nicht? Also Erfolgsmessung ist natürlich, denn wenn wir jetzt hier über Business-Prozesse im HQ reden, eine andere Art von Erfolgsmessung, als das jetzt zum Beispiel ein A-Clip ist. Und das finde ich übrigens ein ganz spannendes Thema, weil an beiden Stellen messen wir ja im Grunde genommen Erfolg, nur von anderen Parametern. Wir messen hier im HQ nämlich den Erfolg, der super wichtig ist im Sinne von, was haben wir hier an Umsatz gemacht? Was haben wir denn überhaupt hier an Gewinn gemacht an dem Projekt? War das überhaupt ein erfolgreiches Projekt? So, das ist ja auf einer Business-Ebene eine Sache, die man merken muss. Natürlich macht das alles gar keine Freude, wenn die Kunden irgendwie nicht glücklich sind, weil nicht genug Clippings dabei rumkommen oder die KPIs nicht stimmen von den Projekten. Da kommt A-Clips ins Spiel. Das finde ich ist halt wirklich genau die passende Schnittstelle, wo wir sagen können, hier kommen wirklich beide Erfolgsmessungen aneinander. Mhm. So, und am Ende relativ offensichtlicher Punkt. Das Ganze funktioniert ja natürlich nicht, ohne dass ihr auch irgendwie Umsatz erzeugt. Auch wieder da ist eigentlich mein gleiches Plädoyer wie bei den Angeboten. Möglichst standardisieren das Ganze an der Stelle und in der Regel verkauft ihr als PR-Agentur ja einzelne Projekte beziehungsweise monatliche Budgets. Gerade wenn ihr in dem letzten Prozess drin seid, sucht euch dringend, was wir das automatisieren können. Ne? Also da ist, glaube ich, ganz viel Luft zu holen, wenn man da nicht jeden Monat irgendwie manuell Rechnungen stellen muss. Und das letzte Thema habt ihr auch selber alle groß gerade angehakt im Sinne von Auswertungen und auch prozessübergreifendes Controlling, was irgendwie noch in Excel passiert, sicherlich bei vielen bei euch. Da bietet natürlich gerade, wenn wir über den Business-Prozess sprechen, eine All-in-One-Software wie das HQ für euch eine großartige Lösung, dass ihr da eben auch alles, was wir jetzt nämlich hier in dem Prozess vorher gesehen haben, relativ standardisiert halt eben auswerten könnt, ohne da jetzt irgendwie eure Excel-Maschine anschmeißen zu müssen, manuell Daten reinzukopieren und aus Versehen hat jemand eine Spalte gelöscht und dann sind die Excels nicht mehr alle gleich. Wir haben alles gesehen. Da bieten natürlich gerade Tools, die halt so den All-in-One-Prozess abbilden, eine gute, gute Lösung für euch. Das muss man sich dann immer angucken. Ne? Also da ist, glaube ich, für euch der große Punkt, dass man es jetzt einfach mal testen muss. Aber da ist auf jeden Fall für euch ein wichtiger Punkt vergraben. Und gerade das, was wir jetzt hier auch nochmal sehen, das ist, glaube ich, wenn man überlegt, was kann ein Kernprozess sein, im HQ, den man auf jeden Fall irgendwie abbilden sollte und einen Kernprozess, den man auf jeden Fall in einer Lösung irgendwie abbilden sollte, dann das, was ihr hier irgendwie seht. Also das Thema Projekte, Ressourcen, Zeiten und Controlling gehört dazu und ist sicherlich dann auch genau die Schnittstelle, wo wir halt auch Sachen sehen, die in A-Clip dann genauso auch getrackt werden müssen, halt dann nicht auf der Business-Seite, sondern halt eben auf der Projektdurchführungsseite. Ja, Vorteil einer Komplettlösung ist, glaube ich, relativ
Klar, also das heißt, alle Daten an einem Ort ist einfach ein riesengroßer Vorteil. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, alles DSGVO-konform zu speichern. Das muss man natürlich bei vielen Einzellösungen immer aufs eigene nochmal fassen. Oftmals, wenn ihr jetzt auf eine Lösung wie das HQ setzt, ist das halt natürlich alles in einem in Deutschland gehostet. Ihr könnt mit eurem Anbieter zusammenarbeiten, könnt halt aber auch den Anbieter nutzen als eure Datenquelle. Heißt, ihr habt die Möglichkeit, hier auch die Magic zu nutzen, die wir eben auch kennen, um euch da noch zu verbessern. Habt alle KPIs an einem Ort und könnt euch da halt eben auch Hilfe suchen. Und das halt eben nicht nur für diesen einen Prozess, den man dann vielleicht hat, wo es darum geht, ich schreibe jetzt Rechnungen in einem Tool. Das funktioniert natürlich dementsprechend dann nur für diesen einen kleinen Prozessausschnitt. Aber in Gänze für den ganzen Businessprozess eine Lösung zu haben, hat halt schon auch Vorteile. Und meine Empfehlung ist da immer, guckt es euch halt mal an. Ne? Also für diejenigen von euch, die sich bisher noch nicht mit dem Thema Komplettlösung auseinandergesetzt haben, der einfachste Weg ist, sich das mal anzuschauen, sich das mal zeigen zu lassen von den Anbietern. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Genau, und am besten natürlich bei uns. Sneak Peek ins HQ. Ganz offen, der beste Sneak Peek ins HQ ist unsere Website. Guckt auf hellohq.io, falls ihr das noch nicht kennt, und guckt euch, legt euch eine Demo an. Das ist der beste Sneak Peek, den ich geben kann. Genau, da findet ihr das einfach ganz hervorragend selber aus. Ja, genau. Das vielleicht mal zum HQ. Raphael, du hast auch ein bisschen was zu euch jetzt zu erzählen. Genau, jetzt erzähle ich ein bisschen was zu uns. Gar nicht so viel über unsere Software, sondern eher eben, wie man passende KPIs findet und wie man das Ganze tracken kann und am Ende sozusagen, wie man natürlich am besten Reports erstellen kann oder Dashboards. Und das, was im Prinzip HQ Labs ja macht für alle Businessprozesse, eben dafür ein All-in-One-Tool, sind wir für die PR-Analyse, da wo sozusagen alles zusammenläuft, alle Clippings in ein Tool, egal welcher Kanal, alle Metriken und KPIs vorhanden sind und man dann innerhalb von kürzester Zeit eben die passenden, relevanten Reports für den Kunden erstellen kann. Allerdings, bevor man überhaupt Dashboards oder Reports hat, muss man natürlich erstmal fragen, was ist für den Kunden eigentlich wichtig? Was will man eigentlich messen? Und da gibt es übrigens noch für 10 Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Webinars einen Workshop dazu, den ihr gewinnen könnt. Die werden wir auch benachrichtigen im Anschluss des Webinars. Da spreche ich später noch mal ein bisschen drüber. Das haben wir uns so überlegt für die Webinar-Teilnehmer. Und jetzt erstmal die Grundlage. Wie finde ich eigentlich passende KPIs? Und die Frage haben wir uns nämlich eigentlich schon seit der Gründung gestellt vom A-Clip. Mit welchen KPIs kann man PR eigentlich am besten messen? Und da gibt es leider keinen heiligen Gral, sondern hängt es extrem vom Kontext ab und extrem vom Kunden. Also was ist eigentlich für den Kunden relevant? Und wir haben eigentlich gelernt, dass es am besten ist, sozusagen wirklich am Anfang anzufangen. Was ist die Vision des Kunden eigentlich? Was sind die Ziele? Was sind die Maßnahmen darauf, die KPIs ableiten? Und dann das vernünftig optimieren. Um das mal in einem Beispiel zu veranschaulichen, kann ich das gerne mal mit A-Clip machen. Also unsere Vision ist, das innovativste PR-Analyse-Software-Startup zu sein. Und da haben wir natürlich eins der Ziele Umsatz, das ist ganz klar, aber um sozusagen das innovativste Startup zu sein, wollen wir auch Experte in der Zielgruppe werden. Das wäre sozusagen unser Top-Ziel, was es die PR-Maßnahmen angeht. Und dann ist die Frage, welche Maßnahmen zahlen darauf ein? Also einmal ein Webinar, so wie jetzt zum Beispiel heute, Panel-Talks, Podcasts, hatten zum Beispiel letztes Jahr ein Feature im PR-Journal, was halt perfekt schon auf die Zielgruppe abgestimmt war. Und natürlich passende Beiträge in Zielmedien, sozusagen überall, wo PR-Schaffende, PR-Experten und Expertinnen rumwurschteln, das, was die lesen. Und dann sozusagen nach den Maßnahmen kann man sich dann die KPIs überlegen. Und die wären in unserem Fall zum Beispiel einmal natürlich klassisch, wie viele Erwähnungen hatte ich eigentlich in den Zielmedien? Dann aber, welches Format war das, dass ich später sagen kann, welches Format hat eigentlich die meiste Engagement gebracht, hatte die größte Reichweite, dass ich weiß, okay, nächstes Jahr ist wieder der Fokus auf Podcasts oder auf Webinaren oder auf den Marktstudien, die wir seit Anfang der Gründung eigentlich machen. Da haben wir schon 4 Stück rausgebracht, die waren extrem erfolgreich. Jede Marktstudie war erfolgreicher und langsam kennt man die oder sind extrem viel schon drüber gestolpert. Und daran messen wir dann eigentlich, wie erfolgreich das Ganze war. Also wichtig ist da, dass man sozusagen nicht
das misst, was alle messen und einfach nur sozusagen sich überlegt, okay, einfach nur die Reichweite, irgendwie Likes, Followers etc., sondern sich wirklich überlegt, okay, wieso messen wir das eigentlich und was bringt uns das genau? Und deshalb sollten KPIs eigentlich eben die Zielerreichung messen und KPIs sollen auch am Ende konkrete Aktionen auslösen können. Das heißt, wieso messen wir das eigentlich? Was passiert jetzt, wenn zum Beispiel das negativ ausschlägt oder positiv? Was würden wir dann ändern, dass man da eine konkrete Antwort hat? Ansonsten bräuchte man es nicht. Zum Beispiel, wenn man sagt, man misst jetzt irgendwie die Time on Site von den Webseiten, wo man sozusagen gefeatured wurde. Da hat man keine Antwort darauf, was einem das überhaupt aussagt und was einem das bringt. Dann braucht man es auch nicht messen. Ja, und deshalb nochmal eben nur mit klaren Zielen und passenden KPIs kann PR am Ende datenbasiert optimiert werden. Und hat man auch immer eine perfekte Grundlage, dem Kunden zu erklären, was man eigentlich macht, wie PR am Ende den Unternehmenszielen hilft und auf was man sich am Anfang geeinigt hat. Ja. Deshalb jetzt die Frage an euch. Habt ihr mit euren Kunden klare Ziele definiert und daraus KPIs abgeleitet? Das würde mich mal mega interessieren, weil wir das haben wir nämlich auch im zweiten White Paper 200 PR-Experten, Expertinnen gefragt. Und da kam nämlich raus, dass fast die Hälfte der befragten Unternehmen, weil wir auch Unternehmen befragt haben, total unzufrieden sind mit dem Reporting, weil sich da gar keine strategischen Entscheidungen ableiten können. Und ganz viele PR-Agenturen, die wir wiederum befragt haben, haben entweder kein Reporting gemacht oder ein Reporting ohne Kennzahlen. Sozusagen nur ein Clipping-Highlight-Reporting. Da seid ihr schon sehr vorbildlich, wie man das hier sieht. Also auf jeden Fall die, die ja klar geklickt haben. Ja, das haben wir eben auch gesehen, dass viele gar nicht wissen, was die Ziele des Kunden sind. Und dann macht man natürlich ein bisschen PR ins Blaue hinein. Man natürlich vermeiden, weil sobald dann Budget-Kürzungen kommen sollten oder irgendwie in der Chefetage beim Kunden etwas gewechselt wird, dann sieht man, wieso zahlen wir eigentlich 8.000 Euro Retainer im Monat und dann hat man keine Antwort darauf, dann wird es kritisch. Und deshalb sowohl für den Kunden als auch für euch ist natürlich viel besser, wenn die KPIs auf vernünftigen Unternehmenszielen beruhen. Dann hat man immer eine perfekte Argumentationsgrundlage und kann aber auch mit dem Kunden zusammen daran arbeiten, sozusagen diese Unternehmensziele zu erfüllen. Und jetzt nochmal auch aus einem unserer White Paper, welche KPIs Agenturen derzeit im Dachraum nutzen. Da waren die ganz klassischen bei Print zum Beispiel die Tonalität, der Medienäquivalenzwert, der auch immer wieder in der Kritik steht, aber das ist zumindest eine Annäherung für die Kunden, für die das wirklich wichtig ist. Dann die Auflagenanzahl natürlich, online auch Tonalität, hier die berühmte Time on Site, wo ich immer noch nicht verstanden habe, was das genau bringen soll. Aber eben die Website-Visits, dass man die Auflage erkennt. Hier ist es ganz wichtig, da gibt es auch extrem Unterschiede, wie man Website-Visits messen kann. Weil zum Beispiel, erstmal ist es natürlich wichtig, dass es ein Zielmedium ist. Aber wenn man dann rein theoretisch in Focus Online oder auf web.de ein Feature hätte, dann sind das so extrem viele Website-Visits, die ja überhaupt nicht relevant sind. Und da ist es eben wichtig, eine valide Quelle zu haben und auch dem Kunden klarzumachen, das ist vielleicht jetzt kein Medium, wo wirklich deine Zielgruppe vorhanden ist. Es kann viel mehr Sinn machen, in einem Medium mit einer geringen Auflage zu sein oder mit relativ wenigen Webvisits, wenn es am Ende oder auch mit einer Followerschaft bei Instagram zum Beispiel, die halt perfekt die Nische abdeckt, tausendmal Mehrwert für den Kunden. Außer das Ziel ist maximale Reichweite um jeden Preis, weil das Produkt gefühlt jeder nutzen kann. Aber das ist super selten. Ja, und jetzt, welche KPIs eignen sich für die PR-Arbeit? Da haben wir eben festgestellt, dass ein Mittelmaß sein muss zwischen qualitativen und quantitativen KPIs, die genaue Abstimmung auf die Kommunikationsziele und dass man eben besser beraten zur Seite steht, als blind gewünschte KPIs zu erfassen. Das wirkt auch beim Kunden sehr gut, wenn man natürlich am Anfang ein Strategiegespräch vereinbart, wo man ganz konkret darüber spricht, was der Kunde sich erwartet, dass man ihn auch abholt. Wenn er sagt, okay, ich will eigentlich nur abverkaufen, 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 dann kann man ihn da abholen und sagen, PR ist ein mittelfristiges und langfristiges Game, was später das Abverkaufen natürlich wesentlich einfacher macht,
weil die Leute schon mal von dir gehört haben, aber es ist nichts, was kurzfristig wie Performance-Marketing funktioniert, wo du einfach Geld reinschüttest und dann direkt die Response bekommst. Aber da kann man eben den Kunden beraten. Ja, und jetzt noch eben Beispiele für quantitative und qualitative KPIs. Quantitativ wäre klassisch eben Reichweite oder Unique Visitors, Leserschaft, die Zielgruppe, der Anzeigenäquivalenzwert oder die Engagement Rate. Und qualitativ ist, habe ich die Kernbotschaften übermittelt, die der Kunde sozusagen in seiner Zielgruppe platzieren möchte. Wie war die Tonalität? Wie relevant war das eigentlich für die Zielgruppe? Und am besten, wie ich schon gesagt habe, ist es eben eine Mischung aus beiden. Dann, was wir auch in die Beschreibung reingeschrieben haben von dem Webinar, ist natürlich, wo finde ich die ganzen KPIs eigentlich? Bei Aclip ist das einfache, dass sozusagen die quantitativen eigentlich automatisiert schon ergänzt werden, wie die Unique Visits zum Beispiel online. Bei Social kommen die ganzen Follower, Engagement Rate etc. auch alles automatisch dazu. Bei Print haben wir eine riesige Datenbank von 25.000 Printtiteln im Dachraum, inzwischen auch sogar international Printtitel. Da findet man die alle. Wenn man Aclip nicht nutzt, ist bei Print natürlich die IVW-Datenbank öffentlich zugänglich. Da sind sehr viele Printtitel drin. Nicht so viel wie bei uns, aber zumindest den Großteil. Dann gibt es für online klassisch SEMrush, die nutzen wir, das sind einer der größten Anbieter, oder SimilarWeb, wo man ganz gute Daten bekommt. Aber da muss man sich auch ein bisschen beschäftigen mit den Daten, dass man da vernünftig beraten kann. So, und jetzt hat man natürlich die KPIs gefunden, aber wie können die Ergebnisse dann eigentlich aussagekräftig für Kunden dargestellt werden? Und dann wird es eben spannend, das ist das Praktische bei Aclip, man hat mit dem Kunden die KPIs bestimmt, man weiß ganz genau, was für ihn wichtig ist, dann legt man genau das beim Kundenprofil bei uns an, also kann man wirklich komplett individuell anlegen, man kann auch sagen, welche Kanäle für den Kunden relevant sind. Und dann kann man auch auswählen, sollen die Clippings sozusagen automatisch einfließen, dann binde ich einen Medienbeobachter an oder ich weiß selber Bescheid, weil mein Kunde in so einer Nische ist, habe ich das eigentlich sehr gut im Blick, wo die Erwähnungen sind. Ich kann das selber innerhalb von, also online einfach mit einer Extension, mit einem Klick hinzufügen, dann fließt das rein, die KPIs kommen dazu. Wenn ich noch qualitative Merkmale hinzufügen will, wie zum Beispiel die Vertaggung von den Kernbotschaften, oder dem Kunden ist wichtig, dass ein Backlink zu seiner Seite ist, auch in Online-Clippings, kann ich das auch mit wenigen Klicks machen, dass ich eigentlich 100 Clippings quasi durchqualifizieren kann in wenigen Minuten. Und dann habe ich das Schöne, dass ich alle Clippings aus allen Kanälen in einer Plattform habe, mit allen Metriken. Und dann kann ich eben Reports erstellen, die maximal relevant sind für meinen Kunden, und zwar innerhalb von wenigen Sekunden. Und das, dann ist auch egal, ob ich einen Wochenreport erstelle, einen Highlight-Report, einen Monatsreport, einen Jahresreport oder was ich dem Kunden nämlich auch zur Verfügung stellen kann, das sieht man hier in ganz klein, ist auf der rechten Seite ist ein Dashboard, was genau auf die Metriken des Kunden einzahlt, wo der Kunde sozusagen Zugang hat, wo er nur das Dashboard sieht, sonst nichts. Kann auch gebrandet sein von euch, kann man die Farben anpassen an den Kunden. Und da kann er sozusagen selber sehen, wie sozusagen die PR eigentlich funktioniert und auf seine Ziele einzahlt. Und jetzt würde mich eben interessieren, ob ihr PR-Reports für eure Kunden erstellt. Und wenn ja, sozusagen mit KPIs oder ohne. Das haben wir auch in unserer allerersten Studie die Agenturen befragt. Da setzt da kam raus. Durch. Das ist ja spannend. Was ist spannend, meinst du? Da setzt sich ja schon ein Trend durch. Das finde ich ja spannend. Ist das auch das, was eure Studie an der Stelle wiedergegeben hat damals, dass das doch schon sehr ein großes Thema ist in der Branche, das sehr KPI-basierte Reporting? Ja, das auf jeden Fall. Aber was wir eben auch gesehen haben, dass es extrem aufwendig ist, also im Schnitt brauchen PR-Agenturen 4 Stunden für ein Reporting. Das kann aber auch schnell mal hochgehen. Also ich habe auch mit PR-Agenturen gesprochen, da gab es extra Angestellte, die nur Reportings gemacht haben. Und das ist natürlich, und dadurch ist eigentlich die Idee zu Aclip auch entstanden, weil ich bei einer Fashion-Agentur in München war und dann gesehen habe, mit wie viel Aufwand das Reporting erstellt wurde. Jedes Mal wieder von Neuem die Zahlen raussuchen,
Clipping für Clipping, dann irgendwie noch schön ziehen, dann irgendwie noch InDesign. Mhm. Da dachte ich mir, boah, das ist ja kompletter Wahnsinn. Und dann noch irgendwie 3 Feedback-Zyklen bis zur Geschäftsführung, die das am Ende freigegeben hat. Und am Ende habe ich auch gefragt, was macht der Kunde damit? Und dann haben die gemeint, ja, wissen sie eigentlich gar nicht. Oder ja, das müssen wir einfach machen, umso dicker, desto besser. Wo ich mir denke, das ist doch keine Aussage. Und dann haben die Leute natürlich, waren total gefrustet, weil teilweise der Junior-PR-Manager dann 1 Jahr oder 2 Jahre nichts anderes gemacht haben, außer Reporting. Ja. Also an sich gut, dass sie Reports macht. Wichtig ist natürlich, dass sie dem Kunden auch wirklich Mehrwert bringen und dass es am besten schneller geht als 4 Stunden pro Reporting, weil am Ende will man ja nicht den ganzen Tag Reportings erstellen, weil am Ende generiert man ja währenddessen keinen Mehrwert für den Kunden. Ja. Und jetzt würde mich noch viel mehr interessieren, weil wir jetzt langsam sozusagen auch auf das Dashboard umswitchen, ob ihr schon Dashboards nutzt für die Messung von des PR-Erfolgs. Weil das, was wir uns gedacht haben, als wir mit A-Clip angefangen haben, haben wir gesehen, okay, Reporting ist extrem manuell, sehr aufwendig. Das will eigentlich keiner machen. Und dann haben wir es geschafft, in unserer Software das innerhalb von Sekunden erstellen zu können. Und jede Art von Reporting, das war schon der mega Mehrwert, aber das hat das Reporting an sich nicht besser gemacht. Und jetzt gehen wir eben in die Richtung, dass es für viele Kunden auch relevant sein kann, vor allem auch für größere Unternehmen als Kunden, dass man eben, dadurch, dass sie ja schon Dashboards kennen aus Marketing- und Social-Media-Abteilungen, dass man hier ein PR-Dashboard erstellen kann, was wirklich aussagekräftig ist und auf einen Blick alles zeigt. Und deshalb finde ich es krass, dass es eben noch niemand macht, denn mit uns kann man es machen. Ja. Also, da hätte ich jetzt auch, dass da gar keiner das schon macht, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber wir haben auch, ja. Ist natürlich auch extrem aufwendig, das erstmal aufzusetzen. Bei uns natürlich einfach, du hast ja schon alle Daten, dann kann man das eben schnell machen. Also hat natürlich lange gebraucht, die Entwicklung bei uns, aber jetzt geht das natürlich schnell. Aber das ist ja schon mal interessant zu sehen. Vielleicht jetzt nochmal sozusagen abschließend, wofür braucht es eigentlich eine PR-Analyse-Software? HQ Labs ist ja quasi das Zentrum der Projektarbeit, das Zentrum für alle Businessprozesse, und A-Clip ist eben das Zentrum für das Management all deiner Ergebnisse, sozusagen der Clippings. Und da bieten wir alles an, also einmal Tools, um selbst zu clippen, falls du irgendwo auf einer Website bist, denkst, okay, da wurdest du erwähnt, mit einem Klick wird das dem Kunden hinzugefügt mit allen Daten. Dann fließen eben, wenn du Medienbeobachter nutzt, das auch automatisch ein. Du siehst alle Kunden, kannst die Erfolge tracken und kannst eben super schnell passende Reports rauslassen. Also da ist es vor allem auch schön, da haben wir das Pricing auch übrigens angepasst. Im ersten Jahr war das noch ganz anders und jetzt haben wir gesehen, dass auch viele PR-Agenturen zum Beispiel auch neben ein paar großen Kunden viele Love-Brands betreuen, die sie einfach abfeiern, die einen kleinen Retainer haben. Und da haben wir das zum Beispiel so angepasst, dass man die eigentlich auch mitnehmen kann, dass es natürlich schön ist, dass man alles in einer Software managen kann, dass da alle Erfolge drin sind. Und so wie natürlich bei HQ Labs, wenn dann irgendwie ein Ding ja doch auch zum Beispiel Rechnungen erstellen, wenn das dann doch nicht da gehen würde, ist natürlich so super schade. Und deshalb versuchen wir alles in einem zu machen. Um das Ganze nochmal ein bisschen anschaulich zu machen. Eine Mini-Case-Study von Krautz PR, die sind seit Anfang an dabei. Das ist eine Sport-PR-Agentur aus München. Und die haben sozusagen durch A-Clip jetzt monatlich 30 Stunden mehr Zeit für kreative Arbeit und für Arbeit, die auch wirklich sozusagen Mehrwert für den Kunden schafft, weil sie da ja sozusagen wirklich was machen können, PR-Kampagnen, können mit Journalisten sprechen und kann man natürlich die Arbeit auch wieder abrechnen an den Kunden. Und so hat man eigentlich am Ende dann glücklicher der Mitarbeiter und mehr Umsatz, weil die Mitarbeiter das machen, was Spaß macht und gleichzeitig natürlich mehr Zeit entsteht für Arbeit, die man dem Kunden vernünftig in Rechnung stellen kann. Und deshalb sind auch die Kunden glücklicher bei Krautz, weil natürlich am Ende auch wieder alles auf Zielen basiert, die den Kunden jeweils helfen und dann die Reports auch passen. Genau, jetzt hier noch ganz kurz zu unserem Workshop, den wir eben anbieten. Da picken wir einfach, Sarah macht quasi einen Zufallsgenerator und dann bekommen 10 eine E-Mail von uns zu einem Workshop, wo wir genau das nochmal mit euch durchgehen, eine umfangreiche Potenzialanalyse mit euch machen können, dann euch auch erklären, wie ihr das ganze Reporting also nochmal als extra Service verkaufen könnt, wo quasi ich dann dadurch schon A-Clip rechnet und ihr noch zusätzlichen Umsatz generieren könnt.
und wie man den Wert der PR für eure Kunden am besten darstellen kann. Ja, ihr müsst natürlich teilnehmen, aber die Leute, die es trifft, kann ich euch empfehlen. Wir nehmen uns da sehr viel Zeit, wir bemühen uns da sehr, weil wir natürlich da auch immer wieder was lernen. Und genau. Deshalb jetzt noch die offene Fragerunde. Habt ihr Fragen oder Themen, die ihr in der offenen Runde jetzt diskutieren wollt? Ansonsten, wenn ihr natürlich sehr jetzt dedizierte Fragen habt, die ihr nicht öffentlich stellen wollt, was jetzt HQLabs angeht oder A-Clip, könnt ihr das natürlich jederzeit im Nachgang machen. Aber jetzt öffentlich können wir auf jeden Fall hier schon mal ein bisschen durchgehen. Cool. Ja, ich kann jetzt irgendwie gerade mein Video nicht mehr aktivieren, aber macht auch nichts. Genau, also es gab schon zwei Fragen. Die eine davon ist Visits auf der Kundenseite, Fragezeichen. Ich glaube, damit ist gemeint, ob man Visits auf der Kundenwebseite oder auf der Webseite des Kundens messen soll. Ja, oder vielleicht, ob wir das können. Also da kann man so wie jetzt, also man kann da sozusagen nur die Annäherungswerte nehmen, die man sonst auch von den anderen Webseiten bekommt. Nur der Kunde hat ja am Ende den Analytics-Zugang zu seiner eigenen Seite. Und bei uns könnte man, wenn man so connected ist mit dem Kunden, das natürlich einfach eintragen, dass man das auch direkt drin hat. Aber ansonsten sind die Daten natürlich hinter einer Privacy Wall sozusagen versteckt, die ganz genauen Daten. Ja, und noch eine Frage, das war vielleicht derselbe Fragesteller. Erfasst ihr auch die Visits auf der Kundenwebsite mit dem Referral? Ja, das wäre natürlich mega. Das ist an sich eine super Idee. Da müsste man sozusagen mal sich überlegen, dass man den Google Analytics Account des Kunden bei uns hinterlegen kann, weil dann kann man sozusagen direkt matchen, okay, wie viel sind von diesem Beitrag eigentlich auf der Kundenseite gelandet. Das interessiert den Kunden natürlich, weil man dann nochmal direkt den Impact hat. Das kann ich gleich mal an unsere Entwicklungsabteilung weitergeben, ob das möglich wäre. Da ist nur die Frage, haben PR-Agenturen den Zugang, den Admin-Zugang zu Google Analytics? Weil wenn das nicht so wäre, dann wäre es, glaube ich, unmöglich, die Zahlen abzufragen. Aber wenn man das hätte, dann würde es gehen. Ja. Ja. Also, ja. Und dann noch die Frage, habt ihr auch Unternehmen als Kunden, die A-Clip nutzen? Kann ich vielleicht gleich selber beantworten? Ja, haben wir auf jeden Fall. Also wir haben sehr, sehr viele Unternehmen, die A-Clip nutzen. Dazu gehört zum Beispiel Tudor, die nutzen A-Clip so, dass die verschiedenen Agenturen über eigene A-Clip-Accounts mit dem Tudor-Account verbunden sind. Und so eben die Clippings aus jeder Agentur in einem Account landen. Und dann kann Tudor selbst die Reportings ziehen oder sich im Dashboard die Performance anschauen, wenn das gewünscht ist. Genau, dann werden die einzelnen Visits des Artikels gemessen. Preisfrage, das ist natürlich das Beste, was man erreichen kann da. Ist es so derzeit, dass wir das noch auf Domain-Ebene machen, allerdings eine super hohe Abdeckung haben von fast allen Seiten, also auch so super nischige Seiten, davon haben wir die Visits. Allerdings arbeiten wir gerade mit SEMrush, mit unserem Partner aus den USA daran, dass man auf Rubrik es runterbrechen kann und dann den Top-Artikel und dadurch dann sozusagen weiß, okay, das ist eine super realistische Anzahl an Unique Visits. Und dadurch können wir nämlich dann das erste Mal das vernünftig darstellen, dass zum Beispiel, wenn man jetzt ein Feature im Handelsblatt hat oder ein Feature bei web.de beim Business-Teil, das Handelsblatt am Ende viel relevanter ist, weil sozusagen der Business-Teil des Handelsblatts natürlich viel größer ist als bei web.de, wo ganz viele sich einfach nur einloggen für die E-Mail. Mhm. Und dann kann man das da sehr gut austarieren, weil derzeit ist es so, dass bei manchen Kunden, die ihren eben Feature bei Focus Online etc. und sowas bekommen, dass das natürlich die Zahlen total durcheinander wirft, wenn man einen kompletten Ausreißer hat. Da arbeiten wir intensiv dran und sind auch kurz davor, wahrscheinlich etwas zu veröffentlichen. Ja, ja, dann die Frage an dich, Chris. Ja. Jemand sagt, Sie haben eine Agentursoftware für Projektmanagement und Controlling, die allerdings nicht richtig funktioniert und niemand ist zufrieden. Allerdings möchte die Agenturleitung nicht wechseln, weil das ganze Rechnungssystem darauf aufgebaut ist.
Was würdest du dem oder derjenigen raten zu tun? Am besten mal die Agenturleitung mit mir connecten, weil grundsätzlich ist das nämlich gar kein Thema, da einen Switch zu machen, weil also Abrechnung ist ja keine Rocket Science und wir gucken uns natürlich mit unseren Kunden mal sehr genau an, wie Abrechnung funktioniert bei den speziellen Agenturen und sprechen da auch drüber, aber da eine Überleitung zu machen, ist super unspektakulär, weil das Einzige, was man bei der Abrechnung nämlich wissen muss, ist, dass halt der Rechnungskreislauf einigermaßen stabil sein muss, dass da keine Lücken drin sind. Und das ist relativ unproblematisch, das hinzukriegen, dass man da einfach weiterläuft. Also die Angst kann man auf jeden Fall der Agenturleitung nehmen, da jetzt im Rechnungsprozess irgendwas in eine größere Baustelle aufzumachen, weil das guckt man sich halt einmal an. Und dann suchen wir uns da in der Regel einen Tag aus, an dem wir das dann switchen und gut ist. Und gerade wenn natürlich alle anderen halt irgendwie unzufrieden sind, dann ist natürlich mein Tipp, sprecht halt mit eurer Geschäftsleitung, dass halt alle irgendwie unzufrieden sind und meldet euch bei uns und dann machen wir mal einen Termin aus den Zeiten der Geschäftsleitung, wie einfach das ist, da das Rechnungssystem auch zu switchen. Das ist in der Regel auch jetzt mal aus 700 Kunden von uns, die wir jetzt da auch schon aus HQ gebracht haben, das ist nie ein großes Thema. Also das ist in der Regel, wenn man einmal am Anfang geguckt hat, ob alle Rechnungsprozesse glatt abbildbar sind im HQ, ist es danach sehr, sehr easy eingeführt. Genau. Ja, dann die Frage, wie können sich unsere Kunden das Dashboard von Aclip ansehen? Das funktioniert super einfach. Ihr habt bei jedem Kundendashboard einen individuellen Link, den ihr mit einem Klick erzeugen könnt. Den Link schickt ihr dann eurem Kunden. Der bleibt auch immer derselbe, außer ihr würdet den Link verändern. Und dann braucht der Kunde nur einen Browser und den Link und kann dann auf das Dashboard zugreifen. Also super easy. Besteht auch nicht die Gefahr, dass der Kunde dann von jemandem anders die Daten sieht. Das ist auf jeden Fall sichergestellt. Dann, Raphael, könntest du was zu unserem Pricing-Modell sagen? Genau, das ist bei uns auch super transparent direkt auf der Website. Also muss man eigentlich nur auf Aclip gehen und dann auf Preise, passenderweise. Ja, und da haben wir nämlich zwei verschiedene Kategorien, einmal für Agenturen und für Unternehmen. Und bei Agenturen haben wir im Prinzip drei Pakete, die könnt ihr euch in Ruhe anschauen. Die unterscheiden sich im Prinzip einmal, wie viel Kunden inklusive sind, wie viel Clippings inklusive sind und dann noch ein paar wenigen Unterscheidungen, wie zum Beispiel, was die Anzahl der Dashboards angeht. Und das sind im Prinzip drei Standardkonfigurationen, wo oft sich Agenturen finden. Allerdings ist es auch so, wenn man zum Beispiel sehr wenige Clippings hat, aber dafür sehr viele Kunden. Das kann zum Beispiel sein, wenn man eben sehr, sehr, sehr fokussiert auf wenigen Nischenmedien relevante Beiträge erzeugt. Dann kann man mit uns immer sprechen, dann haben wir quasi einen Kalkulator und dann wäre dann zum Beispiel die Beispielrechnung irgendwie, okay, ich habe 20 Kunden, aber nur 40 Clippings und dann steht dahinter die Werte, dass sozusagen auch alles fair passt und dann kommt da ein Wert raus, also da kann man das nochmal ein bisschen anpassen. Aber die Preise auf der Website, da fängt es bei 390 € im Monat an für 6 Kunden. Geht dann hoch bis 1.990 im Monat. Aber da kann man im Prinzip eine Riesenagentur wie Serviceplan oder sonst was anbinden, weil man da unlimitierte Kunden hat. Da ist alles gegeben. Ja, dann haben wir hier nochmal zwei Fragen. Zahlt man für das Dashboard pro Kunde oder einmal als Agentur und kann dann mehrere Dashboards, also für mehrere Kunden, anlegen? Ja, kann ich im Prinzip sagen, kommt auf das Paket drauf an. Also es gibt bei dem billigsten Paket ist es sozusagen das Agentur-Dashboard, wo man auch alle Kunden sieht und auch wie die Performance ist, das ist immer dabei. Und die kundenindividuellen Dashboards ist quasi ab dem mittleren Paket und da hat man 5 Stück. Direkt dabei, kann man auch noch welche dazu buchen. Genauso wie man beim günstigsten Paket sagt, okay, für einen Kunden, das ist vielleicht ein Premium-Kunde, für den möchte ich noch ein dediziertes Kundendashboard, dann ist es nochmal ein bisschen extra Kosten und kann man das dazu buchen. Also das ist komplett konfigurierbar auf eure Bedürfnisse. Genau, und werden Print-Clippings durch euch beziehungsweise im Dashboard automatisch erfasst oder benötigt man zusätzlich noch ein Print-Medien-Monitoring durch einen Clipping-Service? Auch eine super Frage. Da ich, dass man in Deutschland die PMG hat, also die sozusagen für das ganze Lizenzthema zuständig ist,
Und man sozusagen Lizenzverträge nochmal mit allen Publishern braucht, haben wir uns dem Thema nicht angenommen und sind wirklich Experten, was die Analyse angeht und das Zusammenführen von allen Clippings. Das heißt, wenn ihr Print Monitoring braucht, könnt ihr das ganz einfach integrieren bei euch mit unseren Partnern. Können wir auch gerne vermitteln. Dann kostet das nochmal extra, fließt dann aber automatisch rein und dann sind auch alle Metriken dabei, die man sich per Print vorstellen kann. Genau. Dann würde ich mal aufhören, meinen Bildschirm zu teilen. Genau, hier im Chat sind auf jeden Fall keine Fragen mehr, wie ich gerade sehe. So, jetzt funktioniert auch meine Kamera wieder. Super. Zumindest für die letzten paar Minuten. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Fragen von den Teilnehmern? Falls das nicht der Fall ist, würde ich super interessant finden, von dir, Chris, noch zu hören, wie denn der Ausblick bei euch für 2022 aussieht und was denn bei euch so geplant ist für dieses Jahr. Ja, wir haben viel vor. Und zwar ist ja grundsätzlich der Business-Prozess in Agenturen ja unser Hauptthema. Und was dafür eigentlich für den Großteil ja auch ganz wichtig ist, ist halt ein stabiler Finanzprozess. Und der funktioniert ganz hervorragend im HQ. Und wir haben da in den letzten Jahren ordentlich Feedback gesammelt von unseren Kunden. Und das ist eigentlich so unser größtes Thema, was wir dieses Jahr angehen wollen, da ein größeres Update zu machen auf den Finanzprozess und vor allem da mehr Intelligenz und Automatisierung reinzubringen. Also Daten, die ich jetzt vielleicht in einem Angebotskalkulationsprozess gemacht habe, übergeben zu können oder schneller und einfacher übergeben zu können, meine Abrechnungsprozesse. Und dann werden mir da vielleicht auch vorgeschlagen, Eingangsrechnung abzurechnen und solche Sachen. Das ist ein Thema, was wir gerade ganz akut bei uns auch haben, was wir auch sehr, sehr akut sehen. Also Feedback aus der Branche, wo die halt Hilfe brauchen. Und da deswegen ist das momentan unser großes Thema. Und da arbeiten wir mit Hochdruck dran und rechnen damit, dass so Richtung Ende des Jahres da so die ersten Updates eintrudeln, die das dann mit bearbeiten. Ach, cool. Ja, nicht schlecht. Kommen noch einige. Wir arbeiten dran, dass bei der nächsten Umfrage zu den Dashboards die Hälfte schon angibt, dass ihr ein Dashboard nutzt zur PR-Messung. Das passt nicht immer, muss natürlich wiederum auf die Kundenziele passen. Aber vor allem, wenn man eben den zeitlichen Verlauf auch betrachtet, dass man da eben auch argumentieren kann, wenn jetzt zum Beispiel die Messen fangen jetzt langsam wieder an, trotz Corona natürlich, dass man da auch sagen kann, okay, hier haben wir wirklich Gas gegeben, was die Berichterstattung angeht, was die Interviews angeht und so weiter und die Erwähnungen, dass man das eben nachverfolgen kann, genauso wie, dass man auch zeigen kann, okay, wie ist der Kunde eigentlich mit dem gewissen Schlagwörtern eigentlich in Verbindung gebracht worden? Wollen wir sozusagen da irgendwie ihn anders positionieren? Und dann kann man zeigen, okay, die Positionierung in den ganzen Erwähnungen ist komplett durch die Decke gegangen und man ist jetzt da vielleicht Experte in dem Bereich oder hat ein neues Produkt gelauncht, wo man langsam ganz guten Buzz erzeugt, dann kann man das eben super rechtfertigen oder auch zeigen, weil über die klassischen von Monat zu Monatsreports verliert man eigentlich komplett den Zusammenhang zu dem, wie war eigentlich die Entwicklung. Ja. Vielleicht noch eine abschließende Frage, die kam eben noch rein, und zwar, wie sieht denn ein PR-Dashboard eigentlich aus? Sieht gut aus. Das hängt natürlich auch ab von dem, was dem Kunden am Ende wichtig ist. Aber das ist bei uns komplett konfigurierbar. Aber das, was sozusagen standardmäßig interessant ist für die meisten, ist zum Beispiel die Verteilung der Tags. Man kann sozusagen alle Clippings vertaggen bei uns. Das wäre bei uns zum Beispiel, wenn da relevante Tags, eine Gründerstory, wenn es über Gründer von uns ging oder ging es ums Investment oder übers Produkt, dass man das schon mal kategorisieren kann. Dann generell die Erwähnung, wie viele Clippings hatte ich dann eigentlich im Printbereich, im Online, Social, dass da die Aufteilung natürlich dabei ist. Und dann eben, wie hat sich das Ganze entwickelt in einem Zeitstrahl, aber das ist auch komplett konfigurierbar. Also man kann auch sagen, wo hatte ich eigentlich die meiste Reichweite, bei welchen Kanälen. Es gibt jetzt einen neuen Kunden von uns, der sozusagen für einen Kunden einen Score für jedes Clipping errechnet, wo man sieht, okay, ist das wirklich relevant für den Kunden? Ist das
ist da die Marke vernünftig erwähnt und so weiter. Und dann kann man bei uns jetzt ab nächster Woche wahrscheinlich eben sozusagen Formeln hinterlegen und dann kann die Agentur dem Kunden zeigen, okay, hier, da haben wir mega gute Clippings erzeugen können für dich mit den Top-Scores. Und das kann man zum Beispiel dann auch darstellen, welchen Score man erreicht hat. Also das ist komplett individuell. Genau. Sonst sind keine Fragen mehr eingetrudelt. Und es war jetzt auch fast eine Punktlandung. Genau. Deshalb würde ich sagen, also erstmal danke an euch alle, dass ihr mit dabei wart, dass ihr so cool mitgemacht habt auf Mentimeter. Hat uns wirklich sehr gefreut. Waren nochmal coole Insights von euch. Vielen Dank auch für die guten Fragen. Und ja, habt noch einen schönen Abend. Super. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.